Nein, aber ab und zu habe ich so Gefühl, dass wir fragen ihm sehr oft, ob ihm gut ist. Also, wir fragen ihm sehr oft, ob alles okay ist, ob er freut sich in Schule, ob er will in Schule hier gehen. Und freut uns sehr, dass Theo uns auch über den Sommer hinaus erhalten bleibt. Theo gehört fast schon so ein bisschen zum Inventar, schon sehr, sehr lange dabei und ich glaube, ich brauche nicht betonen, ja, dass wir uns sehr, sehr freuen, weil Theo über all die Jahre auf dem Platz immer seine Leistung gezeigt hat, sehr, sehr verlässlich war, sehr, sehr ja, zuverlässig auch die Linie meistens rauf und runter gerannt ist, dort immer wieder ja, sich positiv eingebracht hat, torgefällig wurde, jetzt eben auch in dieser Saison auch nochmal ein bisschen mehr weiter innen gespielt hat. Das zeigt nochmal seine Flexibilität. Ich glaube, ich kann das wirklich sehr gut bewerten, wie die Leute hinter dem Verein stehen. Und ich, wie gesagt, ich schätze das sehr, sehr viel. Also in schwierigen Zeiten, also die Unterstützung war immer da. Und ich will nochmal sagen, dass die Situation ist überhaupt nicht so wie war damals vor 3-4 Jahren. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie ich ihn damals bei der Europameisterschaft auch mit beobachtet hatte und er jetzt schon wirkt, so lange dabei ist, das zeigt, dass es, glaube ich, für beide Seiten eine sehr, sehr gute Geschichte ist, die eben dann eben auch noch, ja, mindestens ein weiteres Jahr eben auch weitergehen wird. Ja, naja, gut, wenn dann Frank sagt, nächstes Jahr, dann, und ich sage, ja, ich will noch ein weiteres Jahr hier spielen, und dann Frank sagt, nein, dann entscheidet das Frank. Also ich kann ja mal eine Ausnahme machen. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen dahin deine Frage galt, ob vielleicht so eine Option oder so, ja, irgendwie vereinbart ist. Also ich kann ja mal eine Ausnahme machen. Normal sage ich zur Vertragslaufzeit ja nichts, aber wir haben ganz normal ein Jahr verlängert. Trotzdem will ich ja nicht ausschließen, dass Theo auch darüber hinaus dann eben auch weiterspielt. Das hängt natürlich in erster Linie, wie Theo auch gesagt hat, ne, an seiner familiären Situation. Klar, also wir würden uns dann natürlich auch nächstes Jahr wieder zusammensetzen und dann eben drüber sprechen, ne? Will Theo noch hier bleiben, will Theo noch spielen, ne? Macht das für uns auch Sinn, aber nochmal, wir und jetzt können wir uns das natürlich auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das dann noch weitergeht, ne? Ich habe immer gesagt, dass das ist auch sehr, also sehr, sehr große Rolle spielt auch meine Familie, und das ist eigentlich die entscheidende Rolle für mich. Wäre es dann übertrieben zu sagen, dein Sohn entscheidet darüber, ob du noch ein Jahr länger bleibst? Nein, aber ab und zu habe ich so Gefühl, dass wir fragen ihm sehr oft, ob ihm gut ist. Also, wir fragen ihm sehr oft, ob alles okay ist, ob er freut sich in Schule, ob er will in Schule hier gehen. Und natürlich kann ich diese Entscheidung treffen. Und nein, wir entscheiden das mit meiner Frau. Wir sind auf jeden Fall gut genug, aber natürlich, wir sehen auch, wie die Tabelle steht. Also, dass der Punkt am Stand nach unten ist niedriger geworden, und wir müssen einfach die Punkte liefern. Aber ich bin mir sicher, dass die Situation ist nicht so kritisch ist, wie war vor ein paar Jahren. Sonst ich würde auch nicht verlängern. Wir mussten sehr früh wie möglich die Punkte starten zu holen und dann eine Serie aufbauen auf die positive Welle, und dann bin ich überzeugt, dass in dieser Saison ist alles noch möglich.